Ich hätte gedacht, ich kann ja jetzt echt noch so eine super duper coole Schlacht präsentieren, weil das hätten wir, glaube ich, echt gewonnen. Und jetzt sind die da raus, ne? Ah, so eine Scheiße. Okay, dafür sind wir die Langobarden los, ne? Wo kommst du jetzt bitte wieder her? Oh, das ist doch so nervig. Oh. Was bist du? Ein gotischer Attentäter. Oh, die Hunnen. Gotische Hauptstadt immer noch. Belagern die Hunnen das jetzt nicht? Nein, zeig mir das nochmal gerade. Also, ich schlage Folgendes vor. Wir holen uns die zwei Söldner und die Onaga. Und dann greifen wir diese Armee hier an. Die Garnisonsarmee kommt raus. Wir haben danach leichtes Spiel. Oder, wartet mal, ich glaube, ich kann nämlich ja auch mit den Onagern die Stadt direkt angreifen. Dann muss ich, glaube ich, keine Belagerungsphase einplanen. Das wäre vielleicht sogar noch sinnvoller. Jetzt muss ich mir mal kurz überlegen, wie ich das mache. Wann wir Athen freikriegen, das ist ja scheißegal. Ob wir Athen überhaupt freikriegen, ist eigentlich auch irgendwie scheißegal. Der soll halt noch ein bisschen belagern. Ja, wobei, so die Megatruppen sind das jetzt auch nicht. Ja, das geht mir jetzt total auf den Sack. Da hat er natürlich sich wieder mit Söldnern vollgesorgt. Ja, das ist die Armee von hier unten. Ja, ich erinnere mich, da hat der alte Lutscher sicher die ganze Armee mit Söldnern vollgesogen. Ja, General. Okay, wir müssen dann gucken, wo wir die Truppen entsprechend verstärken können, weil wir müssen jetzt nochmal ein bisschen fortbilden. Aber ich bin echt... Ich finde das... die Sarmaten haben das... Haben das die Sarmaten schon die ganze Zeit? Ich muss das gleich nochmal in einem anderen Savegame nachgucken. Aber Frau Marius, Frau Marius haben wir ganz gut gezeigt, wo es lang geht. Ich denke mal, der mercht jetzt alles nochmal zu einer Armee zusammen und dann greift er uns an. Ja. Und in Anbetracht der Tatsache. Lass mal gucken, wir sind wahrscheinlich schneller von euch in Rom. Ja, Kapitän. Trenne mich von den Truppen. Aussteigen! General! Sind bereit! Ja, Kapitän! Segelst hier hin. General! Vorwärts! Wir sitzen gut. Genau, du gehst schon mal in den Hafen und du gehst auch in den Hafen. Und du guckst nochmal, gibt es noch coole Söldner? Oh, nur so fette Kavallerie-Söldner, die viel zu teuer sind, als dass sie sich für mich lohnen würden. Ja, ist hier das Gleiche. Schön. Kannst du jetzt hier raus? Das ist ja super. Dann lauf doch mal hier noch mit da oben in die Armee rein. Wir sind bei 85%, was sehr, sehr cool ist. Ah, jetzt muss ich diese... Das ärgert mich jetzt, dass ich da auf Zurückziehen geklickt habe. Ich wollte eigentlich speichern und wollte da eigentlich mir nur die Armee angucken, aber ja, Okay, naja. Ich putze mir jetzt erstmal nochmal die Nase und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und zum Abschluss der Folge... Sag ich jetzt, wir probieren das einfach mal, was ich hier vorhabe. Als erstes, Quicksilver. Du lädst mir jetzt erstmal die... Ja, Kapitän. Ja, dann lad mir die Truppen halt hier an. So, wenn du jetzt angreifst... Warte mal kurz. Du kannst ja noch ein paar Söldner mitnehmen. Die nehmen wir auch gerne noch an. So. Okay, und die Armee steuere ich natürlich selbst. Ich
wäre nicht total behämmert. Der Super-GAU, der jetzt passieren könnte, wäre, dass diese Armeen quasi hintereinander starten, die KI durch meine Armee aufs Feld rennt und dabei meine Einheiten abschlachtet. Alles schon passiert, alles schon gesehen. Also das ist mir selbst nicht passiert, aber ich habe es schon bei anderen Let's Playern gesehen. Wo kommt meine Verstärkung? Die kommt irgendwo da oben, ne? Aber ich hab's ja echt nicht so eilig. Komm, stell dich mal gerade hier hin. Der Feind hat Verstärkungen gerufen, ja. Und versucht so jämmerlich seine Haut zu retten. Da sind wir uns schon mal einig, dass wir da jedenfalls mit unseren Onagern nicht hinkommen werden. Dann gucken wir uns mal gerade den besten Weg raus, um auf die Piazza zu kommen. Ist das hier? Nee, definitiv nicht. Ja, ist aber schon hier. Also hier das Tor einschießen? Ja, denke ich schon. Dann geht ihr doch schon mal hier hin. Und wir machen das hier. So. Wir haben recht viel Kavallerie. Könnte hier ein Vorteil für uns sein. Ich denke da vor allen Dingen an die langsameren Einheiten, mit denen die KI hier gleich ankommen wird. Ich muss mal niesen. So, weiter geht's. Nee. Keine Chance. Oh, der will vor den Toren kämpfen? Nö, dann lassen wir uns tatsächlich auf das Stadtgefecht ein. Dann werde ich hingehen und so viele Türme wie möglich besetzen. Und dann kann er mal gucken. Ihr könnt auf jeden Fall mal Autofeuer anmachen. Ah, das ist so. Okay, die Kavallerie ist so riesig. Deswegen kann ich die nicht so gut hier reinbringen. Ich glaube, wir packen das. Könnt ihr schon schießen? Nee, noch nicht. Komm schnell. Oh, Alter, das wird so knapp. Das wird so knapp. Ich sehe leider überhaupt nicht, wie viel Damage die haben. Das ist echt scheiße. Zieh doch mal gerade die Kaff ein bisschen vor. Einheiten, Bewegung, schnell, Bewegung. Koordinate. Einheiten, schneller, schnell.
Jawohl, Imperator, erwarte Befehl. Ja, stellt ihr euch doch mal so hin. Was? Eisentore, wählt sie aus, schnell. Du willst mir jetzt aber echt nicht sagen, dass ich die Dinger nicht kaputt schießen kann, oder was? Du schießt auf die Türme. Was ist denn das für eine ranzige Mistkacke? Hier, da drauf sollst du bolzen. Pappnase. Da drauf und da drauf. Ja, kannst direkt mal hier mit den Briten Bogies angreifen. Steady, steady, go! Und die eine wieder vorziehen. An 100%. Jetzt natürlich meine Chance, um hier durch das Tor durchzurennen. Ich kann es echt nicht sagen, wie Torhaus 100, alles irgendwie 100, aber das Ding hier eben 0. Ah, doch, jetzt. Ah! Pause. Ist auf, ne? Einheiten, halt! Einheiten, setzt Feuer ein! Einheiten, vorwärts! Onager! So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was hat er denn da auf dem Marktplatz stehen? Der hat da noch einen Gen stehen. Ach komm, wisst ihr was, wir machen es klassisch. Wir machen es wirklich klassisch. Du stellst dich so auf und wir machen es jetzt wirklich klassisch. Ihr stellt Einheiten, euch hier auf. Nach vorn. Einheit, schnell, schnell. Jawohl, mit Verraten. Einheit, schnell, schnell. Dann gucken wir mal. Ich werde schon mal hier den Gen angreifen. Oh, da flüchtet tatsächlich mit 95 Mann. Natürlich flüchtet die. Mit 95 Mann. Warte mal, komm da nochmal raus. Greift die da nochmal an.
uns hier den Gen bitte an. Alter, da war kein einziger Treffer dabei. Weißt du was? Dann lass es. Ist das so bitter? Ist das so bitter? Oh, die 91 Mann kommen tatsächlich nochmal zurück. Das ist ja, dass ich das noch erleben darf. Also jetzt hier einmal flanken, bitte. Ladies. Was geht denn ab? Du hast einen Kampfbonus gegen Kavallerie. Du Nulpe. Boah. Verliere ich die halbe... Der feindliche General wurde getötet. Ja, sehr gut. Nun lernen seine Männer das Fürsten. Ein guter Zeitpunkt, du kommst mal da raus, bevor du getötet wirst. Verliere ich die halbe Kaffeemaschine schon wieder beim Ansturm. Ach, es ist so herrlich. Es ist so herrlich. Schieß jetzt bitte auf die Bettnässer da hinten. Die sind dumm und riechen komisch. Und du greifst jetzt bitte die an. Ja, das war ein Plumbatari, alles klar. Ah, meine 43, Söldner-Fritzen, die haben sich auch schon mal verabschiedet. Kannst ja dann direkt schon hier durchs Tor durchwatscheln. Und die nimmst du auch mit. Also ich denke, Byzanz kriegen wir jetzt. Also gucken, dass wir mit den leichten Kavallerieeinheiten noch ein bisschen verfolgen. Wir haben noch einen General, also eine Generalseinheit. Mal bitte hier hinten hin. Ich könnte jetzt noch mehr mit den Onagern taktieren, das ist mir durchaus bewusst. Aber das bringt mir jetzt halt rein gar nichts. Oh shit, ihr rennt an der Mauer entlang, ne? Hört ihr das? Das ist so krass. So eine Feuerrate hat halt auch nur die KI, ne? Hört ihr das? Das ist nicht der Beat, das sind die Türme. Das ist so heftig. Auf 28 Einheiten ist der runter. Ja, komm mal ganz schnell zurück, Junge. Komm mal ganz schnell zurück. Der ist zwar schon... so ein alter Weißkopfadler, aber der wird mir ja komplett zusammengewichst, ne? Okay. So. Bonjour. Ich wollte mir gerne mal die Stadt angucken. Du holst jetzt den Turm, weil dich kann ich nachher eh gleich auflösen. Du holst dir bitte auch den Turm. Und ihr läuft bitte hier straight hier rüber. Ah, da hat er natürlich schon mal seinen Gen in Sicherheit bringen können. Wer hätte es gedacht? Bin ich mal gespannt, ob meine Einheiten gleich wieder die Flucht antreten, wenn er da einmal mit dem Gen reinheizt. Aber gucken wir mal. Finden wir es raus, ne? Also kann durchaus passieren. So, da flüchtet eine Einheit Bogenschützen von mir, die auf die halbe Mannstärke runter sind. Nee, mach anders, mach so. Ah, guck mal da, eine Legio Lancarii oder Lanzarii. Ja, ich muss es jetzt auf dreifacher Geschwindigkeit ablaufen. Ist natürlich blöd, weil ich ultra viele Einheiten durch diese Türme verlieren werde. Seht ihr, flüchtet schon. Ah ne, das ist immer nur die gleiche Einheit, die da flüchtet. Ah ne, jetzt gibt es eine Massenpanik offenbar. Das sind Bogenschützen, die da flüchten. Okay. Dann müsst ihr jetzt nochmal dazu kommen. Unsere Soldaten haben die Mauern besetzt. Jetzt müssen wir vorstoßen und den Ort erobern. Ja, gut.
Bitte hier hin. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Ich verliere halt noch schön viele Einheiten durch die Türme, was sicherlich jetzt nicht so notwendig wäre. Aber gut. Hier blockiert sich halt auch einiges bei mir. Viele Einheiten wollen raus, andere Einheiten wollen rein. Denen müssen wir jetzt einfach ein bisschen Zeit geben, damit die KI hier noch ein paar billige Kills machen kann. Ne, da seht ihr es hier. So sieht das dann aus. Bleiben die Einheiten mal ein bisschen hängen und dann verliert man halt nochmal so eine halbe Einheit. Ne, wir haben sogar fast eine ganze Einheit verloren. Genau, bringen wir die Kohorte hier in Stellung. Da ist übrigens noch nichts gelaufen, ne? Also die KI kann das noch gewinnen. Die braucht nur eine Massenpanik bei mir auszulösen und dann ist das Spiel wieder futsch, ne? War das alles für ein Arsch, was wir hier gemacht haben? So, dann holen wir gleich auch die Bogenschützen wieder zurück. Ah, die eine da, die könnten wir sogar komplett... Ja, die verlieren wir komplett. Die wird einfach von den Türmen zusammengeschossen, wenn ich das richtig sehe. Schauen wir nochmal kurz vorbei. So seid ihr. Ja, genau, die wird von den Türmen komplett vernichtet. Ah ja, schade. Aber gut, hat eh keine Erfahrung gehabt, also dann geht's auch eigentlich noch. Oh, da hat der Gen... Da, seht ihr es? Da hat der Gen schon eine aufgenommen. Okay. Dann machen wir jetzt Massenansturm auf den gegnerischen Gen. Wenn wir Pech haben, kriegen wir nochmal eine Massenpanik, aber sieht nicht so aus. Lob sei den Göttern. Der feindliche General ist tot. Ja, seine doch, Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang also die Bogenschützen stehen. Flüchten wieder. Ja, wir können es aber schaffen. Aha, meine Kraft flüchtet gegen Bauern. Das ist natürlich auch ein seltenes Vergnügen. Okay, wir machen es ein bisschen anders. Kannst du? Nee, kannst du nicht. Ich kann die Einheiten einfach nicht aufstellen. Kriegt ihr das jetzt noch hin? Nicht wirklich. Also was, die Verluste sind mir jetzt hier eigentlich ziemlich egal. Ich will einfach Lob nur noch sei den Göttern. Byzanz sie haben einnehmen. Die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen. Oh, die Bauern schlagen meine Einheiten in die Flucht. Die Bauern schlagen Komitatenses in die Flucht. Ja, das ist natürlich stark, ne? Okay. Ja, man könnte das hier alles viel, viel besser machen, aber ich habe da gerade keine Lust drauf, weil das dauert sonst einfach viel zu lange und das könnt ihr ja zu Hause nochmal nachspielen ansonsten. Ich meine, die Schlachtzusammensetzung habt ihr ja gesehen. Wir haben jedenfalls 2571 Mann besiegt und das bei einer Stadtbelagerung, das ist definitiv nicht ohne. Und ich glaube, da können wir mit dem Ergebnis insgesamt zufrieden sein und dann werden wir die Bevölkerung ausradieren. Und da ist eine christliche Kirche drin, oder was? Ja, das geht natürlich gar nicht, ne? Die machen wir auch direkt weg. Vielleicht kriegen wir da sogar nochmal eine zivile Revolte. Ach nee, sieht gar nicht mal so aus. Schön. Wir können ganz viel fortbilden, was sich sicherlich lohnt. Was sich auf jeden Fall lohnt, ist, wenn wir die Einheiten hier auflösen. Das lohnt sich definitiv. Ja, und hier haben wir jetzt die zweite Stadt, in der wir richtig gute Truppen bauen können.
Und wir schauen nochmal ganz kurz in unsere Siegprovinzen rein. Wir brauchen noch... haltet 34 Regionen inklusive... Wir brauchen noch 3 Regionen. Das heißt, wir holen uns Tingis zurück. Oder, ne, ihr wisst, was ich meine. Wir halten Athen. Und wir holen uns vielleicht noch eine andere Stadt. Das müssen wir mal gucken. Dann haben wir die Siegbedingungen auf jeden Fall erfüllt. Und es wäre eine sehr, sehr krasse Kampagne gewesen. Ich denke, hier Kreta bietet sich noch an. Ich glaube, Kreta und Rhodos gehören hier sogar zusammen. Aber ohne hundertprozentige Garantie. Müssen wir nochmal gucken. Wir haben die Langobarden in die Flucht geschlagen, Leute. Das war so anstrengend. Für mich könnt ihr euch jetzt nicht vorstellen. Aber halt diese ganzen Schlachten da am Stück... mitkommentieren gegen die Fullstacks, die da halt angerannt kamen. Also es war schon heftig. Das waren schon echt krasse Verhältnisse. Ja, aber wir haben eine neue Stadt eingenommen und es ist eine richtig gute Stadt und wir können jetzt hier unsere Einheiten richtig gut ausbilden. Und ich würde mal sagen, die Signale sind grün für Griechenland, wenn wir jetzt noch Sirmium halten können. Aber das werden wir auch noch irgendwie werden wir das alles noch packen. Gucken wir nochmal ganz kurz in die Seitenwertung. Wir vergleichen uns mit den besten 5. Gesamt führen wir deutlich an. Militär haben wir Ostrom mittlerweile deutlich geschlagen. Produktion, gut, das ist relativ unwichtig, aber da sind wir auch vor Ostrom. Wir haben mehr Gebiete. Ihr seht auch irgendwie wieder hier, da hat uns Ostrom den Krieg erklärt und dann sind die Gebiete alle weggegangen. Ja. Finanzen sind interessant. Was, wer ist da der Beste? Die Vandalen? Okay, gut, von mir aus. Vielleicht wurde eine Fullstack von denen gekauft, aber ich glaube es ja eh weniger. Dann Bevölkerung führen wir deutlich und das war es dann auch schon dazu. Unser Seitenanführer, der ist ja leider nicht hier so in Reichweite, ne? Der sitzt ja in Rom. Der Seitenerbe, der sitzt noch in Afrika. Auch das wäre, oder? Du, Cassius der Ängstliche? Ach nee. Dubios. Minus 2 Gesetz. Cäsar. Plus 1 Einfluss. Betet die Götter an. Heidnische Konvertierung. Sorglos. Verlogen. Einfluss. Faul. Minus auf Verwaltung. Großzügig. Plus auf Einfluss. Minus auf Verwaltung. Elender Feigling. Minus 3 Kampfgeist. Wo bist denn du? In Massilia. Ja, dann bleib da. Dann bleib da, weil er ist ein feiges Genie. Ne? Das ist er auch noch. Ne? Ein Genie ist er auch. Das ist so behämmert teilweise. Naja, okay, gut. Aber es wäre ja ganz schön, wenn man wenigstens hin und wieder mal einen coolen Statthalter bekäme. Nee, aber das können wir uns abschminken. Auf sehr schwer mal sowieso nicht. Die Vandalen werden nächste Runde wahrscheinlich nochmal ankommen, aber die reiben sich jetzt einfach an uns auf. Problem könnten noch die Hunden werden, weil die sind ja auch noch hier in der Ecke unterwegs. Also, ja, das wird noch eine spannende Sache. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal, wenn wir dann hoffentlich schon unsere Siegbedingungen erfüllen können. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Pax Vobiscum, Valete.